Der hat einen ganz schön großen Prügel da an seinem Gürtel hängen. Also, was hast du vor? Die Höllenhunde in der Stadt sind nur die Vorboten einer größeren Bedrohung, die nicht auf dem Seeweg hierher kommen wird. Man munkelt, eine Horde dämonisch anmutender Krieger sollen sich der Stadt von Norden aus dem Hinterland nähern. Ich will diese Krieger sehen und prüfen, ob sie tatsächlich so dämonisch sind, wie behauptet wird. Fühlt ihr euch der Herausforderung gewachsen, mich zu begleiten? Das Hinterland ist groß. Wohin genau willst du? Erst einmal zum Rand der Stadt. Von da aus werde ich mir überlegen, wie es weitergeht. Ja, da gehen wir bestimmt irgendwann anders mal mit ihm mit. So, kann ich hier noch was mitgehen lassen? Was das Herzstück da? Antiguas. Meinst du die Insel oder die Stadt? Beides. Tja. Das überleben wir nicht. Gute Idee. Meinst du, ich sehe dich nicht? Ja, ist ja gut. Na, Junge, schlimme Zeiten sind das nicht, wahr? Auch nicht schlimmer als sonst. Ich fange langsam an, mich daran zu gewöhnen. Viel Zorn liegt in deiner Stimme. Liegt dir was auf dem Herzen? Mir geht's im Moment nicht besonders. Nichts für ungut, Junge. Das geht vielen so in diesen Tagen. Bones dreht immer wieder seinen Kiefer hier rein. Muss das sein? Hast du irgendeinen väterlichen Rat für mich? Es sind Fremde auf Antigua. Dämonenjäger und Anhänger der Magie. Wenn ich du wäre, würde ich mir ihre Geschichten genau anhören. Ich habe das Gefühl, dass sie uns noch nützlich sein werden. Da ist etwas Wahres dran. Wie sieht es an der Westküste von Antigua aus? Überlaufen von den Schattenwesen, Junge. Ich kann froh sein, dass ich in der Stadt war, als es richtig losging. Die Erde hat gewackelt und überall dieses ohrenbetäubende Gebrüll. Schrecklich. Okay. Viele finstere Gesellen sind da draußen unterwegs in diesen Tagen. Zum Beispiel ich in meinem wunderbar tollen Mantel. Juppie! Antigua geht den Bach runter. Ja, ja. Ich bewege mich kein Stück. Gute Idee. Scheißkerl, was soll das? Nenn mich nicht Scheißkerl, du Scheißkerl. Hey, du alter Haudegen. Lässt du dich auch endlich mal hier blicken? Die ganze Stadt geht vor die Hunde und du tingelst in der Weltgeschichte herum. Admiral Alvarez will dich sprechen. Ja, ja. Da war ich schon. Erzähl mir mal lieber, was in deiner Kneipe so los ist. Oh, da liegt dein Büchlein. Ach, ein paar herumhängende Geigen hier, ein paar versoffene Schweine da. Alles wie immer. Ach ja? Natürlich nicht. Guck doch mal nach draußen. Die Hölle bricht über uns herein, Mann. Klingt ja fast beruhigend. Was gibt es Neues? Erzähl mal. Hey, das ist Antigua. Hier gibt es immer etwas Neues. Was genau willst du wissen? Brabbel, 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 brabbel. Wie ist es dir beim Angriff der Schergen ergangen? Hab Schwein gehabt. Die Taverne bietet einen guten Schutz. Auf Dauer würde uns hier zwar die Puste ausgehen, aber so schnell kriegen die uns nicht klein. Aber die anderen hatten wohl weniger Glück. Hab von Flynn seit einer gefühlten Ewigkeit nichts mehr gehört. Hoffentlich hat er sich im Lagerhaus verstecken können. Und was Emma angeht, da können wir wohl jede Hoffnung begraben. Denn der Oststrand wurde mit als erstes überrannt. Ich würde ja selbst nach ihr sehen, aber mich kriegen hier keine 10 Oger weg. Wie sieht es im Hinterland aus? Man munkelt, es soll schlimm sein. Die Rede ist von schwarzer Erde, die sich immer weiter ausbreitet. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Ich war nicht mehr da, seit die Schatten bei uns eingefallen sind. Okay. Zufälligerweise ein paar magische Kristalle auf Lager? Magische, was? Mit sowas kenne ich mich nicht aus. Am besten guckst du mal ins Lagerhaus oder fragst den Admiral. Alles klar. Flynn, geht's gut? Ah, das freut mich zu hören. Ist den Biestern wohl entwischt, was? Leider nein. Weglaufen konnte er nicht mehr. Was? Sie haben ihm doch nicht etwa die Beine? Beruhig dich. Die Dinger sind noch dran. Er war in einer Art magischen Barriere gefangen. Mann, hast du mir einen Schrecken eingejagt.
Aber danke für die Nachricht. Emma ist am Leben. Unglaublich. Hätte nicht gedacht, dass sie es schaffen würde. Hat sie auch fast nicht. Die Biester haben mir gut zugesetzt. Ich hoffe, du hast dich um sie gekümmert. Ich bin dabei. Dann steh hier nicht rum und quatsch mich voll. Hilf ihr! Ja. Hast du was zu trinken für mich? Sicher. Du weißt doch, wenn du zahlen kannst, kriegst du bei mir alles. Ich hatte ja gehofft, dass er vielleicht ein paar Münzen springen lässt oder noch mal ein bisschen Ruhm kommt. Kannst du mir etwas beibringen? Mal sehen. Creme. Später. Gib mir was von deinem Zeug. Klar. Was willst du haben? Rezept für Fusel. Naja. Passt schon. Das überleben wir nicht. Ja. Jetzt nicht. Raus hier! Sieh zu, dass du Land gewinnst! Och ja. Raus hier! Mach, dass du wegkommst! Ja, ist ja in Ordnung. Boah, da kommt das ganze Gasthaus angerannt. Versuchen wir es mal so. Ich bin der mehrfarbige Schatten. 16 Tage sitze ich in Spencers Spelunke fest und suche den Kerl, der mir mein Glasauge geklaut hat. Neulich Nacht hat er mich genau beobachtet und hat irgendwas von einer Höhle voller Spinnen auf Kila gefaselt. So ein Mist, ohne das Auge kann ich nicht vernünftig zielen. Eine Höhle voller Spinnen also. Da gibt's auf Kila ja scheinbar viele. Aber ja, ich habe das Auge noch nicht. Zarte Muscheln. Gut, nehmen wir alles mit. Die zarten Muscheln. So, die will wohl irgendjemand. Tja, an dem hier werde ich mich jetzt nicht gut vorbeischleichen können. Etwas altes Wissen. Na, vielleicht reagiert er ja gar nicht automatisch. Da muss ein ziemlicher Blindfisch sein. Dass er mich hier jetzt noch gar nicht sieht. Soll mir recht sein. Oh, eine Karte. So, und dann versuchen wir mal die erste Truhe zu knacken. Mal gucken, ob das noch genauso geht wie im Vorteil. Ja, sieht so aus. Das ist schön. Schrotpistole. Moment, ich habe hier die Pistole, Schaden 40. 4 bis 40. Ne, da bleibe ich bei meiner aktuellen Pistole. Bones, geh da weg, ich will den Fusel. Ah, da steht noch eine Kiste, aber eigentlich müsste der Penner uns doch schon längst bemerkt haben. Ich befürchte nämlich, wenn ich an die jetzt rangehe. Oh, die kann ich eh noch nicht knacken. Psst, nicht so laut, sonst lachst du sie nur an. Raus hier! Ja, ja. Mach, dass du wegkommst! Hau ab! Ja, 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 ich bin ja schon unterwegs. Ist ja gut. Heieieiei. Ich bin doch nur euer freundlicher Dieb. Also. Tja, hier vorne hat man im zweiten Teil immer angelegt. Oh, da sitzt ja wer. Wen haben wir denn da? Ich bewege mich kein Stück. Gut, bleib sitzen. So, ja, hier war ich ja jetzt schon drin. Sieht alles in Ordnung aus. Oh, eine Blutwurzel. Darf man nicht übersehen. Ja, dann würde ich jetzt fast mal gerne ein bisschen tiefer in die Insel reingehen, beziehungsweise ja, die vermoderten Knochen noch sammeln.
Oh, eine versteckte Voodoo-Puppe. Die Knochen sind so schlecht zu sehen. Was ist das hier? Ein Ständer? Wo sind die nächsten Knochen? Ein paar Kieselchen. Hier ist ein Kraut. Oh, eine Schatzstelle. Bones ist so unscharf im Vordergrund. Aha. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Nicht übel. Ah, da oben geht der Friedhof noch weiter. Dann gibt es hier bestimmt noch Knochen. Ja, ich sehe schon einen. Wally, O'Connell, Scarlett. Oh. Ja, die hatten wir im zweiten Teil auch kennengelernt. Ah, der Knochen. Pyriander, der Kupferne. Sir von Hanf. Steinaxt. Gut, dann bringen wir hier mal die Knochen und die Pilze. Das müsste ja dann auch wieder eine kleine Belohnung geben. Ja, bei Alvarez in der Bude waren wir ja schon. Ist hier hinten vielleicht noch etwas versteckt? Ein Schlangenwurz. Na, hier geht's auch hoch. Ja, aber nirgendwo hin. Badabum, badabum. Der Sägebock. Ja, hier habe ich vorhin schon gestanden und alles bewundert. War ich hier oben schon drin? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nein, war ich wohl noch nicht. Ist der Finger mal nicht lang genug? Lege dir eine kleine und feine Zange zwischen die Finger. Damit kommst du besser an das Objekt der Begierde. Nur richtig gute Schmiede können so etwas herstellen. Ich kannte mal einen auf Taranis. Gordon war sein Name. Das werde ich mir merken. Ja, dann werden wir wohl Gordon besuchen. In absehbarer Zeit. So, was haben wir denn hier? Nichts weiter. Emma! Ach, Emma, da muss ich jetzt an Graf Dacula denken. Die Emma, die immer durch die Wand gekommen ist, anstatt die Tür zu benutzen. Der vegetarische Vampir. Emma müsste hier vorne wohnen. Weil ich schätze mal, dass die in dem Haus von der Voodoo-Hexe hockt. Okay, ich laufe gerade noch falsch. So, hier. Jawohl, da ist sie. Was das Heilmittel angeht, ich habe die Zutaten, die du wolltest. Yippie! Ich danke dir. Dann lass mich sofort ans Werk gehen. Heureka! Ich glaube, der Trank zeigt Wirkung. Es wird noch eine Weile dauern, bis ich wieder die Alte bin. Nimm dies als Belohnung. Du kannst auch einen Blick auf meine Waren werfen. Super. Kannst du mir etwas beibringen? Klar. Was möchtest du wissen? Tja, Alchemie lernen. Zeig mir deine Ware. Sicher. Sieh dich nur gut um. Ja, ich habe gerade 568 erst wieder. Wahrscheinlich nicht wirklich was Brauchbares zu verkaufen. Pantels Meisterschwert, naja, das will ich mal behalten, so rein aus Nostalgiegründen. So viele Pistolen und ich weiß nicht, welche jetzt die offiziell beste wäre.
Proviant behalte ich erstmal alles. So, Silberbecher kann weg. Schaufel kann eine weg. Zucker behalte ich mal, könnte man fürs Brauen brauchen. So, Gabel behalte ich mal nur eine. So. Ja. Gut, 700 Goldstücke wieder. So. Ja, hier ist der kleine Timo wieder. Da hinten gab es, glaube ich, keinen Weg mehr weiter. Ja, zur Sicherheit nachgesehen, Zeit verplempert, gut ist. Oh, die Muschel fast übersehen und hier ist noch eine. Und noch eine. Das Wasser sieht auch hübsch aus irgendwie hier. Auch wenn Kisten drin rumschwimmen. So, hier kommt der Forscher. Ja, gehen wir da oben entlang. So, da hinten war, glaube ich, ein Weg, der tiefer in die Insel reinführt. Jawohl. So, hinein ins Ungewisse. Solange jetzt nicht ein Riesengargoyle kommt oder sowas, ist also alles in Ordnung. Eine Geisterblume, hier wird's neblig, da sitzt eine. So, wer bist du denn? Hey, dieser Flecken Erde hier gehört mir. Schon wieder so einer. Also glaub ja nicht, dass ich ihn hergebe. Das kannst du auch gerne deinen Freunden in der Hafenstadt sagen. Was für Freunde? Gehörst du nicht zu Spencers Schlägern? Nein. Schwein gehabt. Hätte schwören können, dass du einer seiner Geldeintreiber bist. Sei es drum. Für Typen wie mich gibt es hier einfach keine Zukunft. Warum bist du nicht in der Hafenstadt? Ich bin ja schon dort gewesen. Hab sogar diesem alten Fettwanz Spencer meine letzten Goldstücke in den Rachen geschmissen. Aber kaum willst du mal ein paar Flaschen Rum anschreiben lassen, wirst du vor die Tür gesetzt. Ein Scheißleben, sag ich dir. Tja. Es gibt Schlimmeres. Du hast leicht reden, deine Taschen strotzen sicher voll Gold. Aber wenn du nichts auf der hohen Kante hast, ist es ziemlich schwer, über die Runden zu kommen. Hätte ich wenigstens mein altes Zeug, dann könnte ich einen Neuanfang wagen. Was ist mit deinem Zeug? Naja, einen Teil habe ich versetzt, um an Gold zu kommen. Was bleibt einem sonst auch übrig, wenn dir die Kohle fehlt? Und der Rest ist in den Händen dieser Halsabschneider. Ich muss es irgendwie zurückkriegen. Tja. Wem hast du deinen Krempel überlassen? An die Fressen erinnere ich mich noch genau. Warte mal. Meine guten Klamotten habe ich für ein paar Goldstücke beim Lagermeister Flynn versetzt. Der hat das Zeug sicher gut verschnürt im Lagerhaus rumliegen. Und der Wirt Spencer trägt meinen Goldbeutel am Hosenbund. Aber ich will verdammt sein, wenn er ihn behält. Der Beutel war ein Geschenk meiner Mutter. Außerdem hat einer seiner Schläger mir meinen Degen abgenommen. Das gute Stück verrostet jetzt sicher Elegante. In irgendeiner staubigen Ecke. Ich sehe mich nach deinem Zeug mal um. Was? Wirklich? Warum würdest du das tun? Weil du sonst als Futter endest. Futter? Ja, halbe Hemden wie dich verspeisen diese Höllenhunde zum Frühstück. Verdammt! Dann beeil dich bloß! Bring mir mein Zeug und ich schau mal, was ich abdrücken kann. Deal? Deal.
Also ich würde den Degen ja gern behalten. Also erstmal hier oben rumschnüffeln. Ja, eine Maki-Beere. Und ein Blutwürzelchen. Also wieder zurück. Hallo Spencer. Kennt jemand diese Sendung noch? Wie könnte man es beschreiben? Die deutsche Sesamstraße oder sowas in der Richtung? Aber was ich toll fand, waren doch echt die Muppet Babies. No Contest. Also zu Spencer und zu Flynn. Wobei wir das Zeug vom Flynn vielleicht schon haben? Fragezeichen? Hast du vor kurzem einen Pirat vor die Tür gesetzt? Du redest doch nicht etwa von diesem Schlucker Griffith. Doch. Der Hund wollte sich auf meine Kosten betrinken, hat seinen Goldbeutel mit ein paar Steinen beschwert und dachte, mir fällt's nicht auf. Ha! Aber sag mal, Junge, warum interessiert dich das? Ich soll ihm seinen Goldbeutel bringen. Wenn der Lump seinen Beutel wiederhaben will, kann er sich das von der Backe putzen. Da war sowieso nichts von Wert drin. Dann kannst du ihn mir ja geben. Nein. Wenn ja, er will ich das Gold. Tue, wirst du mich dafür bezahlen müssen. Ganz billig wird das aber nicht. Will dem Kerl ja keinen Gefallen tun. Och. Wegen Griffiths Goldbeutel. Dafür bin ich nicht... 150 Gold für dich hat mir... Moment, wie weit bin ich bei Silberzunge? 35, da fehlt ja nicht viel. Ich habe doch einen Trank der Überzeugung, wenn ich nicht falsch liege. Puh. Ja, gut, versuchen wir es so. Trinken. So. Wegen Griffith. Was will jemand wie du schon damit anfangen? Naja, ich könnte... Also... ja. Also, wenn ich es mir recht überlege... Na, siehst du? Ah, schön, du hast gewonnen. Hier, nimm das Teil. Juppaidi, juppaida. Ein Haufen Zeug. So, jetzt schnell zu Flynn. Vielleicht muss ich den ja auch noch irgendwie überreden. Bevor der Trank abklingt. Ist Flynn nicht hier? Ist Flynn oben? Bin ich an Flynn vorbeigelaufen? Eieiei.